Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Schöder und ich bin Stemming Up Demo aus Bremen. Heute möchte ich dir mal zeigen, wie du so eine ganz einfache, ja, wie nenne ich sie, Klappkarte, ist es ja in dem Sinne, auch machen kannst. Einfach mit einer Schleife, mit einem Schleifenband geschlossen, einmal aufklappen und hier könnte man selbst noch, wenn man die Ränder festklebt, auch noch einen Gutschein drin verstecken. Und du weißt, es ist immer ganz einfach und ich habe mich jetzt nochmal für dieses Papier entschieden, da es jetzt ja noch im Angebot ist. Und zwar gibt es ja noch die Sonderaktion Designerpapiere für 15% günstiger. Das bedeutet, dass du zum Beispiel dieses tolle Papier bekommen kannst, von Hand gemalt, für 11,90 Euro. Oder ich biete auf meinem Blog auch an, habe ich hier unten mal so krickelig vermerkt, ein halbes Paket. Also du bekommst keine 12 Blätter, sondern 6 Blätter, jeweils ein Design, das ja 6 Designs sind, für 5,95 €. Oder aber dieses Designerpapier, ganz mein Geschmack, weil es mehr Blätter sind, gibt es für 10,65 € für ein halbes Paket. Das war die Werbung und jetzt geht's sofort los. Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference. Ich habe mir wieder so ein Schnittmuster gemacht sozusagen. Und zwar brauchst du jetzt, ich benutze Grundweise als erstes von 24 cm mal 14,5. Und das schneide ich jetzt schon mal zu. Einmal 14,5. Die Schnittchen wieder nicht. Ah, überzeugt. Mal 24 cm. So kannst du sehen. Und jetzt wird an dieser langen Seite gefalzt bei 5,5 und bei 16. Das ist jetzt schon mal die Grundkarte. Die lege ich mal eben zur Seite. Jetzt drehe ich meinen schlauen Zettel einmal um. Jetzt einmal Farbkarton in 5×14 und 7,5×14. Ich habe da schon mal so ein Stückchen in Heideblüte. Das schaffe ich, dass man beides sieht. Ja, ne? So, also was habe ich gesagt? 14. Mal 5. Und mal 7,5. Also wie gesagt, bei mir geht es ja meistens immer 5 mm kleiner. Du kannst es auch enger oder noch weiter machen. So, das sind schon mal die beiden Aufleger. Jetzt kommt das Designerpapier. Wenn du eins mit Muster hast, dann solltest du darauf achten, das in die richtige Richtung zu legen. Jetzt nehme ich Designerpapier 13,5. Da ist 13,5. Mal 4,5 und 7. Da die Flamme quietscht. Das waren schon mal die Schnibbelarbeiten. Schneider weg. Ich lege dir das hier noch einmal hin. Kannst du das fast genau alle sehen? Ich tippe es aber auch noch mal ein. Jetzt können die beiden schon mal übereinander. Ich möchte oben wieder die Blüten
Und unten drehe ich mir das einfach einmal um, dass es dann so ist. Da finde ich wieder den Flüssigkleber. Und versuche es gerade aufzukleben. Ich finde das wirklich wunderschön, das Papier, weil es wirklich aussieht wie handgemalt. So. Ich glaube ja. Kante noch ein bisschen Schub. Das waren die beiden. Jetzt habe ich hier Schleifenband in Fräsenlila, aber ich finde, das passt da auch sehr gut zu. Mein doppelseitiges Klebeband. Ist wieder aufgetaucht. Und zwar mache ich mir hier mittig ein Stückchen hin. Wichtig ist nicht bis an den Rand, weil sonst sieht man es. Und unten auch nochmal. Handrücken. Hier jetzt mein Schleifenband drauf. Das ist meine Schere. Ja, es bimmelt. Wenn du dich fragst, warum es bimmelt, diese Schere nehme ich nur für Schleifenband. Gleich ist. Ja, das passt schon. Sieht gut aus. Und hier wirklich erstmal ein bisschen zu lang abschneiden als zu kurz. So, und jetzt kann hier schon mal meine Vorderseite drauf. Nicht richtig im Bild. Ich habe das hier an meinem Tisch etwas umgebaut, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie es am besten geht. So, und jetzt gucken, weil das ist die Vorderfront und die Blümchen nicht auf dem Kopf stehen. Schön aufkleben. Und hier jetzt noch mal das gleiche. Werde ich nicht so, wo ist denn hier mein Halsbein? Ist auch weg. Ja, das. Gerade aufheben. Jetzt kann die schon verschlossen werden. Wenn ich eine schöne Schleife hinbekomme.
Ja, ein bisschen verdreht. So, nochmal. Kann ich auch länger lassen. Ich habe ja genug Band. Das sieht besser aus. Und jetzt habe ich für oben drauf, Entschuldigung, für oben drauf schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich da zwei Stück genommen aus dem Set Etikett mit Stiel. Das größere, den größeren Kreis und einmal das Rechteck. Jetzt bewegt sich keiner hier. Da muss ja noch der Checks drauf. Jetzt nehme ich hier aus dem Set Freundschaftsblüten. Danke für alles. Einmal und das Stempelkissen auch in Heideblüte. Weil das ist wirklich schön, wenn sich die Farben wiederholen. Dadurch hast du es immer ganz einfach mit Karten. Es passt einfach zusammen. Alles. So. Jetzt kann ich die beiden schon mal zusammenkleben. Nee, ich kann erstmal, hier habe ich schon mal meine Blume gestempelt. Die kleine habe ich genommen und mit den Stamping Blends in Heideblüte koloriert. Ich habe da jetzt so einen schmalen Streifen genommen, weil das passt dann nämlich. Man zerschneidet sich nicht so ein ganzes Blatt. Schwupp. Da ist es. Setz das jetzt mal. Na, mit dem Menschen jetzt drauf. Dann auf meine Karte. Und mein Blümchen. Da mache ich mir noch so einen kleinen Dimensional hinter. Damit er gleich die gleiche Höhe hat wie mein Schildchen. Ja, wie mache ich's? So, dann mache ich die obersten beiden mal eben hier. So ein Hauch. Setz das Blümchen drauf. Und noch ein Glitzerstein. Da habe ich hier jetzt noch was gefunden. Die Schmucksteine in Color 21 bis 23. Und hier haben wir noch einen schönen in Fräsienlila. So, ein bisschen aufräumen. Und schon ist diese Karte fertig. Also ich finde sie ganz einfach. Man kann sie mit vielen Sachen machen, kombinieren. So, und das war meine dritte. Also mir gefallen alle Farben, obwohl die finde ich auch sehr schön mit Heideblüte. Also das ist auch was für mich. Und ich finde, zu diesem Designerpapier passt wirklich toll dieses Set Freundschaftsblüten. Da gibt es ja auch die passende Handstanze dazu, um diese beiden Blüten oder die beiden Blätter auszustanzen. Und ich finde, das ergänzt sich echt schön. Und nicht vergessen, das Angebot mit Designerpapier noch bis zum 2. August. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir einen tollen Tag und bis zum nächsten Video. Eure Susanne Schöder. Tschüss. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family.
We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love.